So Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Mortal Kombat X. Wir spielen heute gemeinsam die Story von Jackie Briggs, natürlich die Tochter von Sergeant Jack Briggs. Und wir nehmen das Kostüm Bootcamp. Jackie Briggs. Natürlich auch hier wieder drei Varianten. Wie könnte es anders sein? Vollautomatisch, eben wie ihr Daddy. Dann haben wir hier die Schrotflinte und Hightech. Ich würde sagen, wir nehmen vollautomatisch. Legen wir los. Der erste Fight direkt gegen meinen Dad. Creepy, absolut creepy. Da bist du. Will keinen Vater-Tochter-Tanz verpassen. Ich würde es nicht so nennen. Round 1, fight! Oh, das sieht gut aus. Das Kostüm sieht richtig, richtig gut aus. Ziemlich große Glocken, muss man sagen. Bis jetzt wahrscheinlich sogar die größte in Mortal Kombat X. Ist man gar nicht gewohnt. Frauen mit großen Brüsten in Mortal Kombat 10. Ich hol's mir, Daddy, natürlich. Jax hier natürlich mit so einem Porno-Schnauzer, wie aus den 60ern. Naja, eher 70er. Alles klar, hier, ich wisch mit dir den Boden auf, Daddy. Bam! Boah, das war ein Schlag, ha? Kämpf ordentlich oder gar nicht. So sieht's aus. Hör auf deine Tochter. Nee, das Kostüm gefällt mir gut. Finde ich sehr, sehr cool. Boah, ist die mies. Ach ja, richtig, den X-Ray. Den habe ich ganz vergessen, aber der ist ziemlich cool. Alles klar, eine starke, schwarze Frau. Bin mal gespannt, was man am Ende über sie erfährt. In ihrer Story. Weil über sie weiß man irgendwie ziemlich wenig. So im Vergleich zu den anderen. Sie hat halt ihren Dad. Und das war's. Zack. Geh schön mal hier rüber. Und jetzt kommt der erste Fatality, wenn ich ihn hinbekomme. Yes! Oh! Was zum... What the fuck? Was war bitteschön eben gerade das hier? Die Seiten weggerissen, dann reingegriffen und die Suppe irgendwie von hinten rausgespritzt. Kung Jin. Ziehen wir's durch. Zeig, was du drauf hast. Mehr als genug. Round 1. Fight. Aber doch, ich muss sagen, Jackie ist wirklich eine sehr schöne Frau. Kann man nicht anders sagen. Hat was, auf jeden Fall. Der Angriff hier ist mies. Bam! Autsch, Autsch, Autsch. Okay, Kung Jin. Da macht das Beinchen hoch und wir schlagen rein. Vollautomatisch. Alles klar, alles klar, alles klar. Der schlägt sich eigentlich ganz gut. Muss ich sagen. Blockt hier noch den X-Ray, bringt aber nichts, denn wir beenden. Du dich ordentlich? Round 2. Fight. Runde 2. Und er macht den ersten Treffer. Okay, sie ist ungefähr so wie ihr Daddy und zwar sehr auf Nahkampf ausgelegt. Man merkt es hier richtig. Klar, sie hat ihre Moves, die auch so ein bisschen nach vorne gehen, aber so im Großen und Ganzen ist sie wirklich eine Brawlerin. Nahkampf aus der ersten Riege. Und dann funktioniert es eigentlich auch ganz gut. War das eben gerade ein X-Ray, Bro? Hast du eben gerade ge-X-Rayed? Zack! Aber sie hat auch ein paar gute Tritte. Sehr coole Mischung aus allem. Ah, Mist. Der muss natürlich schießen, der Jockel. Alter. So, wir haben es geregelt. Und der nächste Fatality. Oh. Shit. Wirklich jetzt? Alter, Jackie. Jackie wins. Verstörend. Echt verstörend. Fatality. Schönes Ding. Absolut schönes Ding. Takeda. Cool. Was gibt's? Dachte, ich schubst dich ein bisschen rum. Na mal los. Round 1. Fight. Aber, wir sind auch ein Liebespaar. Die Maske gefällt mir sehr gut bei ihm.
Takeda! Du hast keine Chance, ich rotte hier mein ganzes Team aus. Bams! Was sagst du jetzt? Ey, Jackie ist gut. Jackie ist richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. Flawless! Round 2, fight! Also Jackie ist schon heiß. Ich meine, Cassie hat auch was, aber Jackie? Ich glaube, Jackie hat den besseren Körper. Sieht wirklich gut aus. Ich mag dieses Outfit. Das andere gefällt mir nicht so gut, aber das hier hat irgendwie Stil. Vollautomatisch! Komm mal her! Boah, ich bin so mies unterwegs. Alles klar, ich will nochmal hier den machen. Au, das sieht so übel aus. Ja, leckt mich fett. Da ist wirklich alles durch. Alles, was irgendwann mal da drin war, ist jetzt Brei. Ich finde, der hier gehört wirklich zu den besten Fatalities. Quan Chi, schon wieder. Jacqueline Briggs. Du hast meinen Vater versklavt. Du wirst seinen Platz an meiner Seite einnehmen. Round 1. Fight! Jacqueline! Wie ihr Name eben gerade ausgesprochen hat. Jacqueline Briggs. Die Jacqueline. Oh, Quan Chi. Also irgendwie, ich weiß nicht. Finde ich nicht gut. Nicht ladylike. Ey, was ist denn los mit dir? War richtig mies unterwegs, der Typ. Blockt hier meine Kugel. Nicht schlecht. Du wirst gehorchen. Nein! Werde ich nicht! Oh, dieser Move, dieser Move. Bam! Gurken in dein Face. So, eine Rakete. Vergnügst du dich ordentlich? Round 2, fight! Oh nein! Irgendwie bekomme ich den X-Ray nie hin. Das Ding wird einfach immer wieder geblockt. Der Raketenmove ist irgendwie auch ganz nett. Vollautomatisch gibt's hier auf die Glocke. Oh, hat das versucht. Der Angriff. Richtig gut. So. Ende im Gelände. Und wir machen den hier. Das sieht so krank aus. Nice. Einfach nur nice. Ich weiß nicht. Vielleicht nicht der beste Fatality, aber irgendwie cool. Du wirst den Schwarm nähren. Schwarm? Wer ist der Glückliche? Dein Geschwätz kann uns nichts anhaben. Round 1. Fight. Pfui. Zieh deine Kapuze auf. Devora irgendwie mit ihrer Glatze sieht schon widerlich aus. Ich weiß auch nicht. Also Devora ist, na, keine Schönheit. Absolut keine Schönheit. Nicht mal der Mönch will sie haben. Wir haben beide eine Glatze. Okay, hier muss ich mich wohl ein bisschen reinknien, denn die Alte ist mies. Richtig mies. Das wird eng. Sie macht nochmal einen Grappler. Komm schon, X-Ray. Shit. Oh, das war so knapp. Selbst Blocken hätte eben gerade nichts mehr gebracht. Ich habe keinen X-Ray, aber ich habe gewonnen. Darauf kommt es an, ha? Huh? Und sie hat auch keine Energie. Gott sei Dank. Ey, die ist ja richtig krass gerade. Komm mal her. Bam! Ja, definitiv. Hab gar nichts anderes erwartet. Sie schlägt sich gut. Wer das Beinchen hebt, bekommt auf den Sack. Kann man das hier sagen?
Oh, das gibt es nicht. Ich bekomme nie diesen X-Ray hin. Ich bekomme ihn wirklich nie hin. Jetzt schaue ich mal, was da so drin ist. In deinem netten kleinen Schädel. Na, nicht besonders viel. Jackie wins. Fatality. So, locker hier gewonnen. Ermac. In Gegner Nummer 6 schon. Wir sind schnell heute. Mich erlarme wie dein Vater. Um ihn zu ehren und dich zu schlagen. An beidem wirst du scheitern. Round 1. Fight. Ermac hat meinem Daddy die Arme geraubt. Das nehme ich dir übel, Alter. Er war nie wieder derselbe. Uiuiuiuiui. Wirklich jetzt? Bist du so krass heute unterwegs? Zack. Der war nicht schlecht, Ermac. Der war nicht schlecht. Aber wir gewinnen das Ding. Das sag ich jetzt schon. Gewonnen. Ich hab's gesagt. Warum verlierst du immer? Round 2. Fight. Warum verlierst du immer, Ermac? Ich dachte, ihr seid viele. Oh, ich habe ihn schon wieder verhauen. Ich glaube, so schlecht war ich noch nie mit den X-Rays. Dabei ist der X-Ray eigentlich gar nicht mal so beschissen vom Hitbox-System. Ich würde gerne auf die andere Seite gehen. Wäre das möglich, Ermac? Ich mag die Seite nicht so. Ich bin kein Zombie. Alles klar, wir haben ihn und wir machen den hier. Zack! Das ist für meinen Daddy! Bam! Jackie wins. Fatality. Verdient. Absolut verdient. Jackie Briggs. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Das verstehe ich gut. Round 1. Fight. Ich finde, der Typ ist ganz schön arrogant geworden. Seit er Sklave ist, hält er sich irgendwie für was Besseres. Quan Chi hat keinen guten Einfluss auf dich. Drachenfeuer. Oh Gott, und dabei dieses schreckliche Mike Tyson-Tattoo. Das werde ich mich auch nie gewöhnen. Aber der hatte einen ziemlich geilen Fatality damals in Mortal Kombat 9. Einer der besten, würde ich sagen. Der war richtig grob. Weiß gar nicht, wie hier seiner ist. Kämpf ordentlich oder gar nicht. So sieht's aus. Lass es bleiben, Kang. Du bist alt. Wie Mike Tyson. Lass es einfach bleiben. Irgendwann ist es vorbei. Guck mal, hier kann ich auch. Er blockt hier aber gut. So. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich krieg nie diesen X-Ray hin. So, fürs Blei. Bams. Bams. Oh, schade. Oh, schade. Sag schön, ah. Oh. Jackie wins. Das Tattoo. Völlig ruiniert. Völlig ruiniert. Deine Verbesserungen sind unnatürlich. Und was ist deine Schockfrostfähigkeit? Tödlich. Round 1. Fight. Klare Ansage hier vom Classic Sub-Zero, der First Blood macht. Und gerade voll durchdreht. Hör doch auf mit diesem dämlichen Eisklon, Bro. Eisklon-Taktik ist mies.
Der stellt sich wirklich verdammt gut an. Muss ich ihm lassen. Jetzt aber, ich hab ihn. I'm a rocket girl. Ich finde, sie hat einen miesen Tritt und einen miesen Uppercut. Aber er kann mies einfrieren. Und ich renne immer wieder rein. Diesmal wollte es extra nicht und trotzdem. Jetzt hat er mich noch mit seinem Ice Beam gefrieselt. Netter Konter, bringt dir aber nichts, weil wir gewinnen das Ding. Warum verlierst du immer? Round 2. Fight. Alles klar. Endlich geht der X-Ray wieder durch. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent Schaden der macht. 29, nicht schlecht. Nicht der Beste, aber eigentlich ganz gut. Komm schon. Gurken, ja? Lass den Klon liegen. Er stellt sich gut an. Er stellt sich wirklich verdammt gut an. Konzentration, kleine Jackie. So toll bist du nicht. Die Jacqueline. Ich muss Raketen nach vorne machen. Nach vorne und nicht nach unten. Boah. Sub-Zero dreht durch. Final Round. Fight. Alles klar, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir hier seine Angriffe blocken, aber sein Eis kann man leider nicht blocken. Zumindest nicht so gut. Kommt drauf an, wie er es macht. Was war das hier eben gerade? Habe ich mich eben gerade hochgeboostet? Oh, der Breaker geht durch den Eisklon. Bam, 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 bam. Da hauen wir ihn zu Brei. Und mal ein Ding hier in die Schnauze. Rücken gebrochen. So muss das laufen. Oi. So. Machen wir den hier. Reißen wir ihn in den Stöcker. Und Schuss. Jackie wins. Fatality. Schon besser so. Noch ein Erdenreichler. Du bist ja mal ein Brocken. Wer dich erschlagen wird. Round 1. Fight. Boah, Goro. Riesengroß und Vergleich gegen Jackie. Also der hier ist auch gerade ziemlich am Durchdrehen, ha? So. Don't fuck with a uppercut. Alles klar, der tat ganz schön weh. Er hält die Defense. Das Baby geht durch. Blockt er natürlich. Blockt er, ist klar. Komm schon. Yes. War knapp, aber wir gewinnen das Ding. Kämpf ordentlich oder gar nicht. Round 2. Fight. So ein großer Junge wird von einem kleinen Mädchen hier absolut verdroschen. Belästige mich nicht. Das ist Shao Kahns Hammer, Bro. Hast du davor keinen Respekt? Der war immerhin mal dein Arbeitgeber. Du Riesenbaby. Er macht natürlich wieder so eine Nummer. Das geht durch alles durch. Aber sowas kann ich auch. Hast du gesehen? Wir ähneln uns, ha? Nur ich bin hübsch. So. Passend hier noch ein X-Ray. Da gibt es sehr, sehr viel zum Zertrümmern bei ihm hier. Kann man sich mal geben. Finish him.
Und jetzt sag bitte schön A und ich lang dir tief rein in deinen Schädel. Zack. Dein Hirn wurde geprüft. Nix drin. Sorry, Bro. Und jetzt holen wir uns den alten Hexenmeister Shinnok. Jacqueline Briggs. Bereit für was Beeindruckendes? Auf jeden Fall. Round 1. Fight. Der alte Mann gegen das hübsche junge Ding. Aber er gerade ziemlich am Dominieren. Wahnsinn, der schleudert mich hier rum, als wäre ich aus Pappe. So, hauen wir deine Rippen zu kleinen Stückchen. Ich bin wirklich sehr gespannt auf die Story von ihr. Wie die so ist. Was da so passiert. Es wird spannend. So, ich habe ihn erdrängt. Warum verlierst du immer? Round 2. Fight. Wir sind sehr weit auseinander gewesen gerade am Start. So, schön hier ausgeteilt. 21% eben die Combo. Alles klar. Ah, es ist mies, ha? So. Zittert vor mir, wenn ich die Macht des Erdenreichs absorbiere. Final Round Fight. Das alte Lied, was? Gegen die alten, ich hasse sie extrem Flammen. Zack, 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 zack. Bisschen Respekt hier beibringen. Du bist schön groß, da kann ich gut meine Raketen dir ins Gesicht dödeln. Ah, Mist. Egal, hier, der X-Ray geht durch. Bams, 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 bams. Kieferbruch. Alles klar, alles klar, alles klar. No! Oh, diese Kackflammen. Nach seinem Einfall ins Erdenreich war Kotal Kahn zu einem Hauptziel der Überwachung durch die Spezialeinheiten geworden. Jackie Briggs wurde beauftragt, seine Aktivitäten zu beobachten. Jackie folgte Kotal Kahn in den Dschungel, wo dieser sich in eine verborgene Pyramide begab. In ihrem Innern fand er einen leuchtenden Kristallschädel. Jackie griff den Imperator an und floh mit dem Objekt. Jackie erhielt große Anerkennung für ihre Arbeit, doch beschlich sie das Gefühl, dass ihr Eingreifen genau das war, was Kotal Kahn wollte. Okay, ich muss sagen, mit dem Ende habe ich jetzt irgendwie gar nicht gerechnet. Ein bisschen mysteriös, man weiß jetzt auch nicht unbedingt mehr über Jackie Briggs. Und was ich auch immer ganz interessant finde, Kotal Kahn stirbt nie. Also er wird entweder besiegt, ja, in Form von K.O. geschlagen, oder er wird irgendwie kontrolliert, unterjocht oder sonst was, aber niemand tötet Kotal Kahn. Das bedeutet, der Kahn wird definitiv auch wieder in der, ja, im nächsten Ableger dabei sein. Und ich denke auch mal, Shang Tsung wird dabei sein, weil dir wurde jetzt so oft in irgendeiner Form beschworen, wiedererweckt oder sonst was. Ich denke, damit dürfen wir rechnen. Ansonsten, Jackie Briggs, cooles Kostüm, coole Braut, macht Laune, spielt sich top, geile Fatalities, extrem cooler X-Ray. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich denke mal, Shinnok wollen die meisten sehen.
Ich weiß es nicht. Schreibt es mir in die Kommentare. Wie immer, danke fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da. Würde mich freuen. Und tschüss.